Servus Leute, willkommen zurück zu FIFA 17 Karrieremodus mit der Eintracht Frankfurt und mir, dem Venus. Wir gehen heute in Folge Nummer 5 der vierten Saison und spielen heute zweimal auswärts, einmal gegen Tottenham in der Champions League und einmal gegen den FC Bayern München. Bevor wir gegen Tottenham in der CL ran müssen, eben mal ganz kurz noch den Blick auf die Tabelle dort. Und zwar führen wir da dort mit sind wir ganz vorne mit 3 Punkten, haben ja gegen Barca gewonnen mit 2-0. Auch auswärts muss man bedenken. Wir sind auswärts einfach momentan besser als zu Hause, beziehungsweise das heißt, momentan ist das einfach generell irgendwie so. Und mit einem Sieg gegen Tottenham können wir uns da weiter vorne absetzen. Das ist die Ausstellung, mit der wir gegen Tottenham rangehen. 4-3-3 vorne mit Konaté, Gray links und Hermann rechts. Gacinovic wird heute auf der 10 beginnen und so oder damit halt Stendera ersetzen, der ja immer noch verletzt ist, genauso wie Seferovic und Bell. Was natürlich bitter für uns ist. Außerdem wird heute natürlich, weil halt Bell auch verletzt ist, Zauber spielen, anstatt Dietrich oder einem Hoffmann. Und mal gucken, wie wir da so, ja, abschneiden werden. Bevor wir aber ins Spiel gehen, möchte ich noch eine kleine Sache erwähnen. Und zwar erstens, es ist einfach schweineheiß in meinem Zimmer. Dadurch, dass es die letzten 2 Tage wieder extrem warm war. Also, ich überlege gerade hart, einfach den Ventilator anzumachen neben mir und deshalb könnte man eventuell ein Rauschen hören. Und das andere ist, laut Kicker gibt es in FIFA 18, es ist noch nicht offiziell bestätigt, die dritte Liga. Und wenn das wirklich so der Fall sein sollte, dann gibt es für mich erstmal eine komplette Umplanung, was den Karrieremodus in FIFA 18 betrifft, bezüglich der Vereinswahl. Und ich bin mir aktuell nicht wirklich sicher, aber ich warte erstmal ab, bis das komplett bestätigt ist, damit ich dann im Endeffekt entscheiden kann, welchen Verein ich dann nehme. Ich glaube, bevor das von Kicker gesagt wurde, oder hier in einem Berichtsartikel, was auch immer, rausgehauen wurde, war ich gerade mal so bei 4 Vereinen oder so, oder 3, die ich zur Auswahl hatte. Und jetzt sind es um die 10 bis 15, das ist Wahnsinn. Aber egal, jetzt erstmal ins Spiel gegen Tottenham. Spieltag Nummer 2 der Champions League Saison und die SGE ist zu Gast in der White Hart Lane. Die, wenn ich richtig liege, eigentlich umgebaut wird. Oder schon wurde, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall haben die hat die Mannschaft aus Tottenham, was auch immer, haben die Hotspurs zuletzt in der Realität im Wembley Stadion gespielt. Interessant, Butland mit der Rückkehr nach England. Mal gucken, wie er sich heute so schlagen wird. Wahrscheinlich steht er heute auch im Mittelpunkt, genauso wie Konaté, der Seferovic ersetzen wird und der hat meines Wissens getroffen? Ich weiß es nicht. Doch, klar. Den wollte ich ja rausnehmen. Hat sich ja in diesem Spiel verletzt, glaube ich. Weiß ich nicht mehr so genau. Schon ein bisschen her. Auf jeden Fall eine schwere Partie für uns. Aber wenn wir schon Barca schlagen können und Leverkusen, dann können wir natürlich auch Tottenham schlagen. Und deshalb gehen wir auch in die Partie. Wir von rechts nach links in Rot. Und Tottenham in Blau-Weiß. Oder Weiß-Blau. Der findet Hermann. Der hat jetzt viel Platz auf seiner rechten Seite. Geht da Richtung 16er. Da ist Konaté. 1-0 Frankfurt. Diese rechte Seite ist einfach stärker geworden. Und wieder mal Patrick Hermann mit einer Vorlage. Super Flanke und Konaté steht richtig, köpft ein. Erster Angriff, erstes Tor für die Frankfurter. Und wir führen 1-0 auswärts. Hermann mit der Ecke. Ball geht Richtung kurzer Pfosten. Klostermann mit dem Kopfball. Konaté, der sieht da in der Lücke das Gray. Und Le kommt mit der Parade. Und das war die erste Halbzeit. Frankfurt führt 1-0
Und das Spiel ist jetzt, wie soll ich sagen, eher ausgeglichen mit ein bisschen mehr Übergewicht auf Frankfurter Seite. Frankfurt haben das Spiel mehr gemacht oder haben das Spiel gemacht in mehreren Wellen. Und ja, da fehlt irgendwie noch so ein bisschen die Durchsetzungskraft. Oh, schön gespielt. Konaté und Hermann. Hätte er vielleicht mal in die Mitte legen können. Patrick Hermann. Aber da war er ein bisschen eigensinnig. Und das war's. Frankfurt mitten im Arbeitssieg an der Whitehart Lane. Wichtiger Sieg gegen Tottenham und der Torschütze mit der Nummer 18, Moussa Konaté, bringt uns wieder mal auf die Siegstraße oder Siegerstraße. Hey Boss, ich finde, ich habe mich ziemlich verbessert und würde gern über mein Gehalt sprechen. Wenn man bedenkt, was ich im Team für einen Wert habe, sollte ich mehr verdienen. Ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn Sie mal meinen Vertrag schauen könnten. Okay, Jethro Willems möchte mehr Gehalt haben. Ansonsten haben wir hier noch die Spieler, die in der Nationalmannschaft unterwegs sind, genauso wie drei Scout-Berichte. Und das Spiel gegen Bayern. Blick auf die Tabelle sagt, Bayern ist Zehnter. Und der Saisonstart war bis jetzt alles andere als gut. Mit einem Sieg, drei Unentschieden, einer Niederlage. Köln bleibt uns weiterhin auf den Fersen. Kommt bis auf einen Punkt ran, hat aber ein Spiel mehr. Und Bochum hat die erste Niederlage kassiert. Mit einem Sieg könnten wir weiterhin den Vorsprung behalten. Aber dafür müssen wir erstmal gewinnen. Das ist die Aufstellung, mit der wir gegen den FC Bayern München antreten werden. Bis auf zwei Änderungen die gleiche Aufstellung wie gegen Tottenham. Das bedeutet zum allerersten Mal, glaube ich. Nee, gar nicht wahr. Egal. Ich wollte eigentlich sagen, wir spielen endlich mal wieder in der Top-Besetzung gegen Bayern. Abgesehen davon, dass halt Seferovic, Stendera und Bale verletzt sind. Aber ja, das ist mal eine gute Ausstellung. Also keine B11 gegen Bayern. Alle sind halbwegs frisch, topfit, was auch immer. Und deswegen diese Aufstellung. Und ja, ich denke, wir können einfach mal sofort ins Spiel gehen. Spieltag Nummer 6, wir sind zu Gast in der Allianz Arena und der FC Bayern München ist unser heutiger Gegner. Und wir reisen hier als Tabellenführer an, haben gute Voraussichten, hier einen Sieg einzufahren. Die Bayern mit einem eher mittelmäßigen Saisonstart, kann man meinen. Schon satte 9 Punkte hinter uns, also mit einem Sieg sind es dann 12. Und das wäre schon ein echt heftiger Vorsprung im Duell gegen Bayern, die eigentlich sonst auch immer ganz oben sind, oder zumindest dabei. Haben aber in den letzten 3 Saisons keine Meisterschaft geholt. Und letztes Jahr nicht mal einen einzigen Titel, also das würde ich schon ein bisschen anfressen. Bestimmt. Philipp Lahm immer noch da. Und ja. Wir sind zuversichtlich, dass wir dieses Spiel heute gewinnen. Auswärts vor allem sind wir halt einfach besser. Dann mal gucken, wie das Ganze so ausgehen wird. Wir von rechts nach links in Schwarz und Weiß gegen Rot-Weiße Münchner. Oder Bayerner, eher gesagt. Benatz. Müller mit der Hacke. Butlens. Gute Möglichkeit für die Bayern. Matuidi. Schöne Drehung gegenüber Ezeti. Matuidi schirmt den Ball ab. Da ist Kasri. Benatz. Dietrich, er spielt den Rückraum. Da ist Kasri. Es hat sich einfach schon angedeutet.
und es war überfällig. Da ist das verdiente 1:0 für die Bayern. Und das war einfach zu einfach gespielt über die linke Seite, natürlich. Über Juan Bernat, der legt in den Rückraum auf Kaski. Und da sieht Butland nicht gut aus. Zweites Gegentor für ihn. Und die Bayern führen. Und das war die erste Halbzeit. Die Bayern führen verdient 1:0. Und mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Wir müssen uns auf jeden Fall anstrengen, um diesen Rückstand aufzuholen. Ansonsten wird das die erste Niederlage. Und dann geht der Ball nicht richtig aus dem Strafraum raus. Wieder mal schlecht geklärt. Alonso, Latte! Gray mit der Flanke, das ist Hermann, Ausgleich! Patrick Hermann per Kopf. Und das hat sich nicht angedeutet. Gray mit der Flanke. Und in der Mitte ist dann Patrick Hermann, der köpft dann ein und wird dann von... Ich denke, Juan Bernat war das. Der da nicht aufgepasst hat. Schlecht verteidigt von den Bayern. Und wir gleichen aus. Und haben noch ein bisschen Zeit, um das Spiel sogar noch zu drehen. Schöner Laufweg von Gacinovic und Neuer. Und das war's. Erste Punkte, die Frankfurt hier verliert. Erstes Unentschieden dieser Saison. Aber immerhin noch ungeschlagen. Erste Halbzeit komplett verschlafen und in der zweiten dann viel zu spät aufgewacht. Aber immerhin ein Unentschieden geholt. Und so sieht die Tabelle dann nach dem sechsten Spieltag aus. Wir verlieren ein bisschen an Vorsprung gegenüber Köln. Schalke ist auf Platz 16, überraschend. Die Bayern nur auf der 11 mit 4 Unentschieden aus 6 Spielen. Krass. Ansonsten Bochum noch weit oben. Und ja, mal gucken, wie es so weitergeht. Ich denke, das reicht erstmal so als kleiner Überblick. Wir simulieren nach vorne. Denn jetzt ist erstmal Länderspielpause und das nächste Spiel müsste dann in der Liga sein, oder? Ja, gegen Hannover. Und dann gegen Ajax in der Champions League. Portugal will mich haben. Und da haben wir schon zwei gute Nachrichten. Denn der Chefphysio sagt, dass Stefan Bell und Marc Stendera wieder fit sind. Oder zumindest wieder am Training teilnehmen können. Schon mal gut. So, wir haben zwei Nachrichten von Stendera. Trainer, danke fürs Zuhören und für die Spielzeit. Ich bin jetzt viel glücklicher. Und das andere ist, ich fühle mich ziemlich gut. Die medizinische Abteilung hat mir grünes Licht für das nächste Spiel gegeben. Es besteht aber eine kleine Chance, dass ich mich noch einmal verletze. Das heißt, Stendera ist noch nicht ganz fit. Und ich gehe jetzt mal privat. Ich gucke mir jetzt erstmal die Scoreberichte von den Jugend an. Wir haben hier tatsächlich zwei Spieler, die richtig interessant sein könnten. Und zwar einmal Florian Graf. Mit 425.000 Marktwert und einer Gesamtstärke von 52 bis 70 und einem Potenzial von 77 bis 94. Also das ist interessant. Und der andere ist Christian Meyer, der einen Marktwert von 275.000 hat. Und ja, ihr seht die Sachen da rechts einfach. Beide sind interessant und ich denke, beide brauchen wir eigentlich auch. Vor allem, weil halt Verteidiger wichtig für uns sind und wir zu wenige haben. So, insgesamt gab es da noch einen einzigen, und zwar ihn hier, den ich interessant fand. Vom allen drum und dran, und ja, ich habe mal ein bisschen in der Jugend ausgemustert. Zumindest ein paar rausgeschmissen. Ich hätte eigentlich Tim Kuhn rausschmeißen müssen. Aber naja, habe ich übersehen. Im Endeffekt haben wir Florian Graf mitgenommen, dann Christian Meyer und Adrian Pichler. Ansonsten war es das eigentlich auch schon. Musste ein bisschen die Jugendakademie ein bisschen freiräumen. Und ja, im Endeffekt war es das für diese Folge. Ich gehe nochmal eben ganz kurz oder blick nochmal eben ganz kurz auf die Tabelle. So sieht sie aus. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Macht's gut, haut rein und ciao.